بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In einer weiteren, Sitzung unserer Unterrichtsreihe über die Wasir von Imam al-Azam Abu Hanifa an seinen Schüler Yusuf bin Khalid al-Samti al-Basri. Das Buch ist mittlerweile erhältlich. Also ich habe es selbst noch nicht in der Hand, aber also man kann es auf Books on Demand bestellen. Ich habe es vor einigen Tagen bestellt, habe es noch immer nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber auf jeden Fall, also wenn wer das Buch so kaufen will, dann sollte es erhältlich sein. Und zweite Sache, es ist heute um 9:15 oder so, ist Maghrib schon. Das heißt, wir werden heute den Unterricht etwas kürzer machen. Und wir werden inshallah nächste Woche um 20.30 Uhr beginnen. Einfach, dass wir die Zeit ausnutzen vor Maghrib-Gebet. Gut. Das ganze Buch sind eigentlich nur wenige Zeilen, es ist sehr, sehr kurz. Ich lese es nochmal vor zur Erinnerung, was wir bis jetzt gelesen haben. Das ist ein Rat des Großgelehrten Imam Abu Hanifa, möge Allah mit ihm gnädig sein, welchen er für seinen Schüler Yusuf ibn Khalid al-Samti al-Basri verfasst hat, nachdem dieser ihn um Erlaubnis bat, in seine Heimat Basra zurückgehen zu dürfen. Der Imam beantwortete diese Bitte mit den folgenden Worten: Nein, du sollst nicht von hier gehen, bevor ich dir einige für dich notwendige Empfehlungen gebe. Du sollst lernen, wie du die Menschen richtig behandelst. Du sollst die unterschiedlichen Ränge der Leute des Wissens kennen und bezüglich der Grundlagen der Erziehung der Seele kundig sein. Es ist notwendig für dich, den korrekten Umgang mit jenen zu erlernen, für die du verantwortlich bist. Und du musst wissen, wie man mit besonderen Menschen sowie mit der Allgemeinheit umgeht und wie man sich um die Angelegenheiten der Mitmenschen kümmert. Wenn du mit dem, was du gelernt hast, in die Welt hinausgehst, benötigst du Instrumente, welche dir bei deinen Aufgaben helfen, welche dich schmücken und dich vor Schande bewahren. Sei dir eine Sache sicher: Wenn du die Menschen schlecht behandelst, werden sie deine Feinde werden, auch wenn es sich dabei um deine Mutter oder deinen Vater handelt. Wenn du aber gut mit ihnen umgehst, so werden sie dir so nahe stehen, als gehörten sie zu deiner Familie, auch wenn sie nicht mit dir verwandt sind. Genau. Soweit haben wir es gelesen letztes Mal, also bis daher sind wir gekommen. Und dann sagt der Imam zu seinem Schüler: Gedulde dich einen Tag, bis ich Zeit für dich finde und mich deiner Sache widmen kann, so dass ich dich mit dem vertraut mache, wofür du mir dankbar sein wirst. Der Erfolg aber kommt einzig von Gott. Gedulde dich einen Tag. Was wir daraus sehen, sind zwei Dinge. Einerseits, dass der Lehrer selbst Zeit braucht für seinen Schüler. Das heißt, auch ein Lehrer braucht Zeit, um das vorzubereiten, was er seinen Schüler geben kann. Okay? Und ein Gelehrter wie Abu Hanifa sagt hier, bietet hier sozusagen oder räumt sich sozusagen diese Frist von 1-2 Tagen ein. Und dieses Element Zeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was viele Menschen unterschätzen. Wissen zu erlernen braucht Zeit. Eine richtige Antwort zu geben braucht Zeit. Ein richtiges Gespräch braucht Zeit. Okay? Und das ist besonders für uns heute wichtig, weil wir sehr zeitunbewusst sind einerseits und andererseits auch, weil wir sehr ungeduldig sind. Also wir sind ungeduldig einerseits im Prozess von Lernen, aber auch in dem, wenn wir eine Antwort haben wollen. Wir haben schon mit drüber gesprochen. Also hier sehen wir, dass auch der Schüler warten muss, bis der Lehrer für ihn Zeit findet. Und diese Geduld ist ein Zeichen von Aufrichtigkeit. Und Ungeduld ist eine Krankheit unserer Zeit. Okay? Jedenfalls sagt er eben, geduldig einen Tag. Es gibt eine andere Überlieferung von dem gleichen Buch, was heißt geduldig 2 Tage, aber das ist jetzt für uns nicht relevant, bis ich Zeit für dich finde und mich deiner Sache widmen kann. Und jetzt fragt man sich,
Wofür braucht Imam Abu Hanifa hier Zeit? Also man muss analysieren, was ist die Sache, die Zeit braucht? Die Sache, die Zeit braucht hier, ist ein guter, detaillierter Ratschlag. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ein detaillierter, guter Rat. Und letzten Endes sehen wir in diesem Buch etwas über die Kunst der guten Empfehlung, der sinnvollen Empfehlung. Warum? Weil wir so sind, oder weil Menschen so sind, dass sie sehr oft Empfehlungen aussprechen, die völlig sinnlos sind. Warum sind sie sinnlos? Nicht, weil sie falsch sind, weil sie zu allgemein sind. Empfehlungen, die zu allgemein sind, bringen nichts. Je komplexer eine Sache ist, umso komplexer muss der Rat sein, den ein Mensch einen anderen in dieser Sache gibt. Ja? Also, Sheikh Hassan hat zum Beispiel gesagt, stell euch vor, jemand will ein Krankenhaus bauen. Okay? Und will jetzt sozusagen Anleitungen haben, Anweisungen haben, wie man am besten ein Krankenhaus baut. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und dann sagt ihm der erfahrene Mensch, den er am Rat fragt, sagt ihm drauf, weißt du was, arbeite mit Gewissen, arbeite gut, kümmere dich um die Menschen, sei gut zu allen und schau, dass das ein richtig gutes Krankenhaus wird. Bringt das was? Nein. Völlig sinnloser Ratschlag. Sondern der braucht einen Ratschlag, wie gehst du vor? Wo beginnst du? Welche Papiere brauchst du? Welche Personalkosten hast du? Und so weiter und so weiter. Das heißt, ein guter Ratschlag hat in den meisten Fällen Details als Grundlage. Okay? Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn jemand heiraten will. Weißt du was, pass auf deine Frau, hab Taqwa und Punkt. Bringt meistens überhaupt nichts. Menschen, die heiraten, brauchen detaillierte Ratschläge. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Aggressionen um? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Wie gehe ich mit meiner Schwiegermutter um? Wie geht es mit deiner Schwiegermutter um? Und so weiter und so weiter. Das sind detaillierte Dinge, die wir brauchen. Okay? Und Abu Hanifa zeigt uns das, weil er in dem Sinn, dass er sagt, dass ein großer Gelehrter wie er für eine eigentlich banale Situation, ein Schüler geht in eine andere Stadt, um dort zu lernen, denkt man, eigentlich ist es nichts Besonderes für ihn, es ist nichts Ungewöhnliches, aber er braucht Zeit dafür. Genau. Und was hier das Thema dieser Empfehlung, die er hier gibt, hier geht es nicht darum, Krankenhäuser zu bauen, es geht auch nicht darum, wie man ein Eheleben beginnt, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die Dauer. Es geht um die Frage, wie ruft man Menschen zu Allah auf? Wie bringt man Menschen näher zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie vermittelt man religiöses Wissen? Wie lässt man Menschen Allah lieben? Wie korrigiert man Fehler von Menschen? Wie geht man mit den ganzen Schwächen um, mit den ganzen Fehlern um, die es in jeder menschlichen Gesellschaft gibt? Und das ist das Thema. Und diese Sache ist so komplex und so kompliziert, dass sie eben auch komplexe und detaillierte Ratschläge braucht. Und da reicht es nicht, wenn man Theologiestudenten sagt, weißt was, hab einfach Taqwa und geh hinaus und lehre dein Wissen. Das reicht nicht. Und das sehen wir aus diesen wenigen Worten und Zeilen von Abu Hanifa hier. Genau. Also geduldig einen Tag, bis ich Zeit für dich finde und mich deiner Sache widmen kann. Ich wiederhole es so oft, damit ihr es auswendig könnt. Wenn ihr schon das Buch nicht habt, dann habt ihr den Text im Kopf. Sodass ich mich mit dem vertraut mache, wofür du mir dankbar sein wirst. Der Schüler wird seinem Lehrer im Bereich der Dauer, im Bereich dieser Religion dankbar sein, wenn er von seinem Lehrer etwas bekommen hat, was ihm nützt, und was anderen nützt. Und wenn er spürt, dass er sozusagen das richtige Handwerkszeug bekommen hat, wenn er richtige Methoden bekommen hat, um Menschen was Gutes zu tun, dann wird er diesem Lehrer dankbar sein. Wenn er aber es kann sein, dass ein Schüler von seinem Lehrer die kompliziertesten Bücher in Usul lernt und weiß Gott was und die tollsten Wissenschaften lernt und weiß Gott was für Bücher studiert, ja, aber nicht gelernt hat, wie man mit Menschen umgeht, wie man Barmherzigkeit auf der Welt verbreitet, wie man, in welchem Kontext man Wissen an andere gibt, wie man Menschen richtig einschätzt und so weiter, dann wird dieser Schüler am Ende
selbst frustriert sein und andere frustrieren. Das ist etwas, was wir ganz, ganz häufig sehen. Viele, viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, leiden unter enormen Frust. Warum? Weil sie einfach das nicht gelernt haben. Und oft wendet sich der Frust dann gegen ihre Lehrer. Sie sagen, die haben mir das nicht beigebracht. Okay? Und Abu Hanifa sagt eben hier, damit ich dir das zeige, wofür du mir dankbar sein wirst. Der Erfolg aber kommt einzig von Allah subhanahu wa ta'ala. Also das wissen wir, dass egal wie gut unsere Methoden sind und wie gut das ist, was wir gelernt haben und was sein mag, was wir gelernt haben, ist letzten Endes ist jeder Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala und nichts anderes. Als nun die Zeit eingetreten war, die er versprochen hatte, also nachdem diese ein oder diese zwei Tage vorbei waren, sagte Abu Hanifa, im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Hier den nächsten Satz habe ich ihn so übersetzt, ich werde dir nun das darlegen, wonach du verlangt hast. Und das heißt, Marim hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht gut übersetzt ist. Er sagt, ich werde dir nun offenkundig, also sozusagen also wörtlich entblößen, was du fest geplant hast. Ich werde dir nun offen darlegen, was du in dir beabsichtigt hast, wofür du entschlossen warst. Ja? Ein Asemter ist so ein Entschluss. Ja? Also der Lehrer sagt zu den Schülern, ich weiß, dass du einen Entschluss in dir gefasst hast, dass du einen Plan, dass du eine Agenda gehabt hast, wenn du nach Basra zurückkehrst, was du da tun wirst. Okay? Und das werde ich dir jetzt einfach mal vorlegen. Jetzt ist die Frage, wie kann einem das vorlegen? Manche sagen, es ist Kashf von Abu Hanifa. Also es kann sein, dass es einfach das innere Auge von Abu Hanifa ist. Und die Sicht, die Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen gegeben hat, dass er einfach etwas sieht, was im Herzen seines Schülers ist und das einfach erkennt und ihm darlegt. Ja? Und das ist etwas, ist eine Erfahrung, die existiert, dass es Menschen gibt, die mehr sehen als andere. Dass es Menschen gibt, denen Allah subhanahu wa ta'ala ein bestimmtes Wissen gibt, das normale Menschen nicht haben. Okay? Und das nennt man Kashf, dass einfach Dinge offensichtlich werden, die eigentlich versteckt sind für bestimmte Menschen. Und es gibt Leute, die sagen, sowas kann es nicht geben. Das ist Kufr und Schirk und Bid'ah und weiß Gott was. Letzten Endes ist es nichts anderes als der Glaube an die Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Einfach zu wissen, okay, wenn Allah jemandem zeigen will, was im tiefsten meines Herzens ist, dann zeigt er ihm das. Und wenn Allah einem Menschen zeigen will, was ich gestern an Sünden gemacht habe, dann zeigt er ihm das. Und wenn er es nicht will, dann zeigt er es ihm nicht. Und in dem Sinn ist es nicht erlaubt zu sagen, mein Scheich, das machen viele Leute, mein Scheich hat Kashf und mein Scheich sieht alles, was alle Menschen machen. Das ist Quatsch. Mein Scheich kann alle Sünden sehen. Nein, er kann es nicht im Prinzip, aber Allah kann es ihm zeigen. Das ist der Punkt. Allah kann jedem Menschen zeigen, was wir gestern gemacht haben, vielleicht auch, was wir morgen machen werden, wenn er will. Okay? Und der Glaube an Dinge wie Kashf ist nichts anderes als der Glaube an die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Aber diese Macht schreiben wir keinem Menschen zu. Wir sagen nicht, mein Scheich kann das oder das. Aber es ist möglich, dass das Allah die Möglichkeit gibt. Und ich kann sagen, ich habe es erlebt, dass mein Scheich das und das gesehen hat. Das ist alles möglich. Okay? Genau, jedenfalls ist eine Erklärung für diesen Satz, ich werde nun das darlegen, oder ich werde dir dann offenkundig darlegen, was du beabsichtigt hast, ist entweder, war es Cash von Abu Hanifa, oder aber es war Menschenkenntnis. Und auch das ist möglich. Es ist einfach möglich, dass das, und das ist also ein Unterschied zwischen Cash und Menschenkenntnis, dass ein Lehrer seinen Schüler beobachtet und schon viele Schüler gehabt hat und weiß, dass Schüler, die sich so und so verhalten, in ihren Inneren diese und jene Tendenz haben, diese und jene Neigung haben, diese und jene Charakterschwäche haben. Und das ist etwas, was jeder von uns kennt. Also das äußere Benehmen von einem Menschen deutet auf dessen Charakter und deutet auf seine Charakterstärken, aber auch auf seine Charakterschwächen. Okay? Und wie gesagt, es ist möglich und denkbar, dass Abu Hanifa das einfach aus Erfahrung spricht.
Okay? Aber wie auch immer, er zeigt jetzt seine Schüler, du hast in dir den und den Plan. Und er dekonstruiert ihn sozusagen. Okay? Es scheint mir, als würde ich dich sehen, wie du nach Basra kommst. Also er sagt ihn jetzt, wenn du einfach das machst, was du vorhast, dann wird Folgendes geschehen. Ja, es ist, scheint mir so, als wäre ich dich sehen, wie du nach Basra gehst. Und Konflikte mit jenen anzettelst, die dir widersprechen. Das ist die Situation von jemandem, der ein bisschen Theologie studiert hat und dann irgendwo in seine Stadt zurückgeht und sagt, so und jetzt werde ich alle fertig machen, die auf irgendeinem falschen Weg sind. Ja? Jetzt werde ich alle Salafisten, alle Sufisten, alle irgendwas und alle sowieso bekämpfen. Ja? Und jetzt werde ich noch, keine Ahnung, die falschen Ideen der Schiiten aus der Welt schaffen und dieses und jenes. Ja? Und ich bin stark genug, das zu machen, weil ich habe jetzt meine 20 Beweise. Problem daran ist, dass Stärke in diesen Dingen, also dass die Stärke von Beweisen meistens nichts hilft. Okay? Und dass es gibt gewisse Konflikte innerhalb dieser Umma. Manche gibt es seit 1400 Jahren, manche gibt es seit 1000 Jahren, manche gibt es seit 500 Jahren, manche gibt es seit 300 Jahren. Und es ist sehr verwegen zu glauben, dass gewisse Konflikte seit 1400 Jahren existieren und ich werde sie jetzt aus der Welt schaffen, weil ich zwei Bücher gelesen habe oder weil ich drei Hadithe auswendig gelernt habe oder so. Und genau. Also wie du Konflikte mit denen anzettelst, die dir widersprechen. Wie du dich selbst über sie zu erheben suchst. Eine der größten Krankheiten von Menschen, die beginnen, theologisches Wissen sich anzuhäufen, ist Hochmut, Selbstüberschätzung. Arroganz. Ja, das ist ein Grund, warum unsere Lehrer immer zum Beispiel, wenn sie Bücher von Fuch gelesen haben, gleichzeitig auch Bücher gleichzeitig gelesen haben, die in irgendeiner Weise mit Herzenserziehung verbunden sind. Ja, weil sie gesagt haben, dass nur dieses Wissen zu erlernen, Wissen wie Fuch und normative Urteile und so weiter, schadet, weil es einfach, weil es tendenziell den Menschen hart macht und tendenziell den Menschen dazu verleitet, leicht zu urteilen und durch das viele Urteilen auch verurteilend zu werden und so weiter. Wie du dich selbst über sie zu erheben versuchst, dich mit deinem Wissen ihnen gegenüber dreist verhältst. Also er spricht natürlich hier über Gelehrtenkulturen, das haben wir schon gesagt, Basra war zur Zeit ein Zentrum von Gelehrsamkeit und er spricht darüber, dass die Gefahr besteht, dass der zurückgeht und dann beginnt einfach mit viel Wissen, aber mit wenig Verstand in der Welt wirksam zu sein. Unser Lehrer Sheikh Abdul Fattah al-Bizim hat gesagt, ein Mensch, der viel Wissen, aber wenig Verstand hat, ist jemand, der vielleicht sich selbst Nutzen bringt, aber meistens in der Welt und unter den Menschen um ihn herum Schaden anrichtet. Aber ein Mensch, der, auch wenn er wenig Wissen hat, viel Verstand hat, ist meistens, das sind die Menschen, die anderen nützen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Also Wissen und Verstand kommen idealerweise zusammen, sind idealerweise verbunden, aber es ist nicht selbstverständlich und beides ist sozusagen zu erlernen. Und Abu Hanifa beschreibt hier sozusagen einen Schüler, von dem er sieht, dass er zwar viel Wissen hat, aber noch wenig Verstand hat. Ja, und er versucht, und er gibt ihm Anregungen, damit sein Verstand wachsen kann. Wie du Konflikte mit jenen anzettelst, die dir widersprechen, wie du dich selbst über sie zu erheben versuchst, dich mit deinem Wissen ihnen gegenüber dreist verhältst und es dir unangenehm ist, mit ihnen zu sein. Das ist auch eine ganz besondere Art von Arroganz, die viele Menschen befallt, die sich theologisch bilden, dass man eine Art von Borniertheit entwickelt. Ja? So, wie kann ich mit denen zusammen sein, die alle so dumm sind und die das nicht wirklich verstehen, so wie ich es verstehe und so weiter. Und dann zieht man sich zurück
Und meistens ist für die meisten Menschen ist der Rückzug aus der Rückzug von den Menschen und der Rückzug in die eigenen vier Wände und der Rückzug in die eigene Welt ist für die meisten Menschen gefährlich. Deshalb sollen wir es glücklich schätzen, dass wir uns wieder, wenn auch mit bestimmten Einschränkungen, aber dass wir uns wieder versammeln können, dass wir wieder zusammenkommen können, dass wir uns wieder besuchen können. Und das ist eine große, große Nährme. Und in dem Ausmaß, in dem wir uns zurückziehen, also im Rückzug, in der Isolation, wachsen bestimmte Krankheiten der Nefs ganz leicht an. Das heißt nicht, dass Rückzug schlecht ist, aber es ist gefährlich, es ist was Gefährliches. Und Gesellschaft ist auch gefährlich, aber für die meisten Menschen ist es besser, in guter Gesellschaft zu sein, als allein zu sein. Genau, und dann sagt er, mit diesem Verhalten wirst du dich immer mehr von ihnen entfremden. Ja, das ist auch etwas, was man ganz, ganz oft sieht, dass Menschen, die religiös werden, sich entfremden, fremd werden, also nicht mehr die Sprache der Menschen sprechen, keinen Kontakt mehr haben können. Bei Konvertiten ist auch ganz oft so, diese Entfremdungsphase, die vielleicht auch in einer bestimmten Zeit notwendig ist, aber bei manchen ziemlich problematisch werden kann. Und dann kommen dann plötzlich die Ruraba und es gibt so Dschihad-Lieder in der Zeit von ISIS hat es gegeben, so die Chorobas, die fremd sind, ja, fremd in dieser Welt und die Einzigen, die richtig sind, die Einzigen, die recht geleitet sind. Alles ist schlecht, alle Muslime sind schlecht, nur wir sind die Richtigen, wir sind die Fremden in dieser Welt, die sozusagen das Banner des Islams hochhalten müssen und so weiter. Ja. Und das sind so Gefahren, die drohen, diese Entfremdung, über die Imam Abu Hanifa spricht. Also mit diesem Verhalten wirst du dich immer mehr von ihnen entfremden und sie werden dich meiden. Also in dem Moment, wo du dich entfremdest von ihnen, werden auch die Menschen von dir fernbleiben. Und das ist halt der Teufelskreis, der bei vielen entsteht. Du wirst sie beschimpfen und sie werden das Gleiche dir gegenüber tun. Du wirst sie missachten, sie werden dich missachten. Ja. Du wirst ihnen vorwerfen, ihre Geleitet zu sein. Und du wirst ihnen Dalail vorwerfen. Okay? Und die Reaktion? Und sie werden das Gleiche über dich sagen. Du wirst ihnen Bid'ah vorwerfen und sie werden dir das Gleiche vorwerfen. Du wirst ihnen Bid'ah und sie werden dir Bid'ah vorwerfen. Der Text ist 1300 Jahre alt. Er wäre jetzt aktuell, das wäre jetzt geschrieben. All dies würde dir und uns schaden. Sehr interessanter Ausdruck. Es würde dir schaden und es würde uns schaden. Warum? Es würde dir schaden in dem Sinn, dass du gehst mit deinem Wissen in eine Stadt, du weißt nicht, wie man sich benimmt, du kennst das 1x1 soziale Beziehungen nicht, dass das Imam Abu Hanifa hier sozusagen vorlegt, und entfremdest dich von allen, niemand mehr wird dich ernst nehmen, du wirst mit allen Konflikten haben und du sitzt dann irgendwo allein herum und du hältst dich für den Besten, sie hält dich für den Schlechtesten und es ist nur Schaden für dich. Aber du schadest, am Ende wirst du auch uns schaden. Es gibt sehr viele Schüler von Gelehrten, die gute Gelehrte sind, die Gutes auf dieser Welt tun, die korrekt sind, die schöne Dinge auf dieser Welt machen. Aber ihre Schüler schaden ihnen. Warum? Weil sie übertreiben. Weil sie fanatisch sind für ihren Scheich, oder für ihren Lehrer, weil sie fanatisch sind für ihre Schule, für ihre Rechtsschule, weil sie an jeder Stelle zeigen müssen, ich bin der Schüler von sowieso und ihr seid alle falsch, weil der Richtige ist mein Scheich. Was denken die Menschen dann, wenn sie das sehen? Sie denken, der Scheich ist komisch. Dabei hat der Scheich überhaupt nichts damit zu tun, hat der Lehrer überhaupt nichts damit zu tun, ist völlig unschuldig von dem. Ja? Und jeder von uns, der in einer Linie ist, der sagt, ich habe einen Lehrer, von dem ich lernen möchte, oder ich habe einen Scheich, von dem ich lernen möchte, oder der hat eine Verantwortung. Also geistige Ränge haben Verantwortung. Ja? Früher hat man Akademiker auch darauf hingewiesen, ja, dass wenn sie irgendein akademischer Grad mit sozialer Verantwortung verbunden ist, dass Menschen, die irgendeinen höheren akademischen Grad gehabt haben, und das gilt im Prinzip jetzt auch noch, aber jetzt spricht man über sowas nicht mehr, haben sozusagen auch eine gesellschaftliche Verantwortung durch diese Bildungshierarchie, durch den Bildungsgrad, den sie erreicht haben. Okay? All dies würde dir und uns schaden und am Ende hättest du keinen anderen Ausweg mehr,
als zu flüchten und dich von ihnen zu entfernen. Also er sagt, das, was du vorhast und was du machen wirst, ist eine Sackgasse. Und er warnt ihn davor und sagt, mach das nicht, geh diesen Weg nicht. All dies ist in keiner Weise wünschenswert. Es ist nämlich so, dass ein Mensch geistig unreif ist, wenn er sich nicht bemüht, Geschicklichkeit im Umgang mit denjenigen zu zeigen, bei denen dies notwendig ist, bis Allah ihm einen Ausweg schenkt. Entschuldigung. Gut, und das ist jetzt sozusagen, was jetzt kommt, ist ein ganz zentrales Thema dieses kleinen Buches, nämlich, das nennt man Mudarat auf Arabisch, ja? Al-Mudara. Die Kunst, mit Menschen umzugehen. Und Imam Abu Hanifa spricht eben über diese Kunst, die ein Theologe oder ein Imam oder ein Prediger, wie auch immer, braucht, um als Instrument, um das Licht dieser Offenbarung in eine Gesellschaft bringen zu können, die mangelhaft ist, die fehlerhaft ist, die problematisch ist. Und die Gesellschaft vor 3300 Jahren war problematisch und die Gesellschaft heute ist noch viel problematischer. Und das, was hier gesprochen wird, brauchen wir genauso dringend, wie es immer war. Okay. Ja, Paraklafiger. Ja, vielen Dank. Ja, stimmt. Ja. Also, dieser Absatz ist nämlich, es ist nämlich so, dass ein Mensch geistig unreif ist, wenn er sich nicht bemüht, Geschicklichkeit im Umgang mit denjenigen zu zeigen, bei denen dies notwendig ist, bis Allah ihm einen Ausweg schenkt. Okay? Das ist der letzte Satz von Abu Hanifa, das ist die Einleitung von Abu Hanifa. Und jetzt sagt Samti, also der Schüler, Yusuf Michali der Samti, sagt jetzt darauf, tatsächlich war ich bis dahin fest dazu entschlossen gewesen, genau das zu tun, was er sagte. Also er sagt, okay, mein Lehrer hat mich durchschaut. Ittaku firasat al-mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Hütet euch vor dem Scharfsinn eines Gläubigen. Das ist ein Hadith, der Schwäche hat, aber der überliefert wird von Gelehrten. Hütet euch vor dem Scharfsinn eines Gläubigen, denn er blickt mit dem Licht Allahs. Also hütet euch im Sinn von, seid vorsichtig. Ja, du weißt nicht, was ein Gläubiger von dir sieht. Ja, also seid ihr bewusst, dass es Menschen gibt, die mehr sehen, als wir sehen. Und hier eben, Samti sagt eben hier, das, was der Imam gesagt hat, war vollkommen richtig. Genau das hatte ich vor, genau das war mein Plan. Ich habe meine Agenda, Theologiezeugnis eingepackt und jetzt hinaus in die Welt und jetzt mache ich alle fertig und bringe die wahre Religion in die Welt. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima.